Herr Dreol, jetzt müssen wir mal langsam wieder wegen was arbeiten. Ich habe hier nämlich einen Vorgang, wo ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Ein Problem. Schön, worum geht's? Ja, massive Zuschauerbeschwerde, weil sie hätten unseren Friedrich beleidigt. Wer ist es, Friedrich? Der Friedrich, das ist der Ding, das ist unser... Na, von der CSU, der Innenminister. Ach so, der, ja, den habe ich bislang genauso wenig zur Kenntnis genommen, wie ich mich bei seinem Vorgänger dafür entschlossen habe, ihn noch nicht einmal zu ignorieren. Ja. Wer war das eigentlich? Der Vorgänger vom Ding? Das war der Ding. Egal. Aber sagen Sie, haben Sie jetzt, ich muss dem Zuschauer doch irgendwas schreiben und Verständnis heucheln, haben Sie den Friedrich jetzt beleidigt oder nein, nicht? Nein, habe ich nicht. Aber Moment mal, wenn schon eine Rüge da ist, dann hätte ich ja einen gut. Wenn ich dann irgendwie, hebe ich mir auf für den Tag, wenn ich dann mal bemerkt habe, dass es ihn gibt, den Ding. Davon würde ich abraten. Wer ist das? Oh. Das ist, darf ich vorstellen, Max Uthoff, unser neuer Anstaltsjurist. Hä? Seit wann haben wir einen Anstaltsjuristen? Seit heute. Ach schön, dass ich auch mal was erfahre. Und wofür? Ja, halt fürs Wortewählchen. Stets zu Diensten. Ich darf Sie beide mal kurz über den Tatbestand der Beleidigung aufklären. Oh ja, ich weiß. Wieder das, weil ich den Wulf mal als präsidiale Bärchenwurst bezeichnet habe. Das ist jetzt bald ein Jahr her. Das wird mir so lange nachhängen, wie dieser Grüß August unser schönes Schloss verwohnen darf. Herr Pelzig, es geht hier um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Ja, ich weiß. Also, ich nehme die Bärchenwurst mit einem gewissen Bedauern zurück. Das ist in dem Fall gar nicht nötig, denn es ist fraglich, ob Christian Wulff überhaupt beleidigungsfähig im Sinne des Paragraphen 185 Strafgesetzbuch ist. Wieso? Denn Beleidigung ist ja zunächst mal die Herabsetzung eines Menschen in seiner Persönlichkeit. Was brauchen wir also zunächst? Ach so, Persönlichkeit. Oh, da bin ich ja beim Wulff fein raus. Super. Aber Sie, Herr Priol... Ich habe nichts gesagt. Und wenn doch mal, dann war es auch genauso gemeint. Sie haben über unsere Kanzlerin gesagt... Ach ja, die. Über die habe ich schon viel gesagt. Aber das muss ich ja gar nicht mehr, weil das erledigen jetzt ja die Veteranen aus der eigenen Partei viel besser. Teufel, auch da war was los. Auch der Dicke, die macht mir mein Europa kaputt. Und dann noch Ihre konservativen Kumpel im Ausland. Ja, eben hier, Sie gepflegter Rechtsverdreher, ja? Welchen Strafkatalog hätten wir denn hier in der Anstalt zu befürchten, wenn wir das mal gesagt hätten, was der Berlusconi über die Merkel gesagt hat, ja? Gar keinen, war ja italienisch. Ja, italienisch war es, aber sehr vulgär soll es gewesen sein, darum hat es ja hier auch keiner... drücken dürfen. Ja, in Italien schon. Ja, in ein paar Zeitungen, die Berlusconi noch nicht gehören. Da stand's drin, La Merkel è una colonna inchiavabile. Warte mal, colonna inchiavabile, aber das klingt doch ganz ansprechend, oder? Das klingt fast wie so ein Sommerhit von der Gianna Nannini. Una colonna inchiavabile sotto il cielo di un'estate italiana. Ja, das ist ja... Das ist ja sehr hübsch, aber wenn man es übersetzt, wird es eben justiziabel. Ach ja? Warum? Ja. Una colonna inchiavabile, das bedeutet übersetzt ein Hinterteil, das zu voluminös ist, um damit Beiwohnung zu betreiben. Moment mal, und das hat der Berlusconi über unsere Kanzlerin gesagt? Ja. Das ist ja empörend, aber auch irgendwie drollig, gell? Weil da sagt der Depp mal was von er was versteht, ja. Dann wird's nicht gedruckt. Ach, ja, das ist wirklich verrückt. Erfrischend, dieser Empörungspegel. Aber für Moral bin ich nicht zuständig. Die Moral fragt, gehört sich das? Aber das Recht fragt, wem gehört das? Und das ist so wichtig in unserem System. So sorgt das Recht für eine anständige Ordnung. Die Moral sorgt nur für eine anständige Kollekte. Das ist zwar hübsch, aber es reicht nicht.
Über 200.000 junge Menschen studieren BWL in diesem Land. Das ist die Lehre, die wir aus der Finanzkrise ziehen. Und dieses ungeheure Potenzial an Gier, es darf nicht rechtlich unbegleitet sein. Und deshalb brauchen wir mehr Juristen. Und dazu brauchen wir zunächst mehr Geburten. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Ursula von der Leyen, die Volksempfängerin aus Niedersachsen, nicht alleine stemmen kann. Und dass immer mehr Männer dazu übergehen, ihre Töchter im Keller einzusperren, um sich die Enkel selbst zu machen, kann nicht die Lösung sein. Das Motto darf nicht heißen, seid furchtbar und vermehret euch. Der Idealfall sieht ja ganz anders aus. Ein Jurist trifft eine Juristin. Er sagt, ich liebe dich. Und sie sagt, ich liebe dich. Da steht schon mal Aussage gegen Aussage. Nach kurzer Zeit erarbeiten sie sich einen Konsens in der Frage der Zeugungsbereitschaft. Und 9 Monate später meldet die Juristin bei ihrem Bauch Eigenbedarf an. Sie schickt dem Embryo eine Räumungsklage und dann ist es da. Ein deutsches Baby. Zart, rosa, zerbrechlich und schon in der festen Überzeugung, im Recht zu sein. Denn das Rechtsgefühl, es gehört zum Deutschen wie der Totschlag zum Berliner Nahverkehr. Und es treibt die wundervollsten Blüten. Nach dem grandiosen Sieg der deutschen Fußballer über die Brasilianer hat Toni Kroos, Sachenrechtler beim FC Bayern, den Sieg so erklärt. Die Brasilianer hatten den Ball, aber wir hatten den Ballbesitz. Die Brasilianer hatten also vielleicht das Eigentum am Ball, aber die deutschen Spieler konnten gemäß § 854 BGB als Besitzer über den Ball nach Belieben verfügen. Oder anders ausgedrückt, der Brasilianer schafft es vielleicht noch, jeden deutschen Gegenspieler in der Telefonzelle auszudribbeln, aber er hat noch nicht gemerkt, dass es keine Telefonzellen mehr gibt. Die Verteidigung der herrschenden Besitzverhältnisse, es ist die vornehmste Aufgabe des Juristen und das macht er gut. Wie man die Justiz zum Inkassounternehmen der Interessen des Arbeitgeberverbandes macht, hat der BGH vor kurzem demonstriert. Das Gericht hat entschieden, dass Kinder ab dem 3. Lebensjahr nicht mehr den ganzen Tag von Alleinerziehenden betreut werden müssen und den Unterhalt gekürzt. Die Vorsitzende Richterin hat argumentiert, dadurch würde den Frauen, die jetzt trotz Kleinkind wieder Vollzeit arbeiten müssen, der Weg zurück ins Arbeitsleben vereinfacht. Diese Entscheidung kommt aber nicht zufällig zu einer Zeit, in der von Wirtschaft und Presse ständig ein angeblicher Fachkräftemangel beklagt wird. Und das ist doch so praktisch, wenn man den alleinerziehenden Müttern das Geld so weit runterkürzt, bis ihnen gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als ihre Kinder irgendwohin abzuschieben und ihre Arbeitskraft zwangsläufig der deutschen Wirtschaft wieder zuzuführen. Eigentum verpflichtet. Und zwar den Herrschenden und seine juristischen Handlanger zur Verteidigung seines Besitzes. Als man Josef Ackermann mal erzählt hat, dass es im deutschen Grundgesetz heißt, Eigentum verpflichtet, soll er so laut gelacht haben, dass es an der japanischen Börse zu einem Kurssturz gekommen ist. Wenn Ackermann, der einst das Feld räumt, das er für den deutschen Anleger gepflügt hat, dann erhoffe ich mir von ihm die Coolness, die Grandezza, dem deutschen Volk nochmal das Victory-Zeichen zu machen, aber dieses Mal ganz lässig den Zeigefinger wegzulassen. Herr Uthoff, Augenblick, Sie, Entschuldigung, ich habe doch heute nur Fragen und keine Antworten und mir ist noch eine Zusatzfrage eingefallen an Sie, als unser Hausjurist, wenn Sie mir vielleicht helfen wollen. Mal sehen, kommt auf die Sätze der Gebührenordnung an. Ja, gieriger Sack, jetzt passen Sie auf. SPD und Grüne haben jetzt immer wieder Neuwahlen gefordert. Das wundert mich ein wenig, weil wir haben doch gar kein gültiges Wahlrecht, richtig? Richtig. Das Bundesverfassungsgericht hat vor 3 Jahren festgestellt, das Wahlrecht ist verfassungswidrig, weil die Überhangmandate das Ergebnis der Verhältnisstimmen verzerren. Also, ja, der Überhang, weil das Verhältnis mit dem Überhang immer ganz schlecht. Ich habe schon verstanden, ja. Und also weder die Große Koalition noch Schwarz-Gelb haben das verändert, obwohl sie es verändern hätten müssen, richtig? Die Frist ist abgelaufen im Juli, aber warum sollte die CDU was daran ändern? Alle 24 Überhangmandate der letzten Wahl sind an die Union gegangen. Ja, jetzt Frage, wenn jetzt irgendwie doch ganz, ganz plötzlich doch zwingend gewählt werden müsste, weil dieser schwarz-gelbe Leichnam nicht mehr müffelt, sondern stinkt, ja, was wäre denn dann? Ja, dann wäre die Wahl ungültig.
Ja, und wenn jetzt regulär gewählt werden würde, 2013, und die hätten es nicht geändert, weil sie es ja gar nicht ändern wollen, was wäre dann? Dann könnte auch die Wahl 2013, wie der ehemalige Verfassungsrichter Grimm betont, verfassungswidrig und damit ungültig sein. Jetzt frage, wenn ich dann trotzdem einfach wählen gehe, mache ich mich dann strafbar? Ach, Sie meinen wegen Beihilfe zum Verfassungsbruch? Ja. Könnte man so sehen. Und jedes Wahlplakat ist dann Anstiftung zum Verfassungsbruch. Also würden Sie als Jurist mir praktisch empfehlen, dann lieber besser nicht zu wählen? Wenn Sie juristisch auf der sicheren Seite sein wollen, ja. Aber Entschuldigung, wir sind doch schon noch so eine Art Demokratie und wir haben ungültiges Wahlrecht und es ist verfassungswidrig und das ist ja alles irgendwie komisch, weil dann wähle ich und dann sind ja aber die Wahlen im Grund doch vollkommen sinnlos. Im Prinzip ja. Ja, und da lächelst du so smart, du Juristenschnösel. Das muss einen doch aufregen. Herr Pelzig, wieso soll ich mich da aufregen? Die Macht der Finanzmärkte hat doch gezeigt, dass auch gültige Wahlen sinnlos wären. Ja, aber Moment.